never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss that fact, taking big swings. Kia EV6 GT Line. Tja. Mit dem bin ich jetzt am Wochenende unterwegs. Es geht los mit 100% starker Rekuperation und im Eco-Modus erstmal, denn wir ein Stück durch die Stadt und wir wollen ja mal nichts überstürzen und gucken uns erstmal den EV6 an. Also, EV6, ich finde ihn immer noch ein Brett. Hier als GT-Line, oh, coole Scheinwerfer und die sind richtig mit so Luft drin. Ich finde, das sieht einfach echt mega aus. Hier vorne Frontfahrkamera, zack, sauber machen. Und ja, so ein paar Tropfen kommen runter, die können wir hier wunderbar wegwischen, weil das wie so ein kleines Fach ist quasi, möchte ich sagen. Ich finde, das Ding sieht mega aus und ich fahre ihn unglaublich gerne. Man sitzt leicht erhaben und trotzdem sportlich, er baut ein bisschen höher als Crossover, hat aber trotzdem immer noch diese gute Dynamik oder sehr gute Dynamik und ich fühle mich wirklich wohl. Leistungsniveau, das ist die 325 PS Variante. Hier haben wir eine LED unter diesem Seiten-Heck-Dach-Spoiler-Ding. Ich finde das auf jeden Fall sehr cool. Gefällt mir. Gerade im Dunkeln macht das richtig die Silhouette ersichtlich. Und hier dieses durchgehende Leuchtband, brauche ich glaube ich keinen mehr sagen. Mir gefällt das. Ich finde das richtig mega. Gerade im Dunkeln, das sieht unglaublich gut aus. Und hier steht es nochmal, GT Line. Das ist nicht der EV6 GT mit diesen 585 PS. Die Frage ist, ist der GT Line hier als Allradvariante die bessere Variante? Er hat dieselbe Größe von Akku, 77,4 kWh, passen rein. Auch das mit den anklappenden Türgriffen, ich finde das richtig geil. Und von drinnen finde ich auch mega schwarz mit diesen hellbeige-weißen Kontrast und hier auch in der Tür mega. Gerade zu dem weiß-schwarzen draußen gefällt mir das richtig, richtig gut. Und genau so würde ich mir den konfigurieren. So, jetzt sind noch 97% Akku drin, also alles gut. Maximale Rekuperation, mit der fahre ich eigentlich immer. Das ist genau das, was ich mag. Und das ist die Cockpit-Ansicht, 396 Kilometer, 77, knapp 78 Kilometer, sagt er hier laut Navi. Ich bin mal gespannt. 10 Kilometer sind wir seit Start gefahren mit 18 kWh Verbrauch und ich bin gespannt. Cockpit drin gefällt mir immer noch, auch hier mit diesem Bedienelement, wo ich das umschalten kann. Das hier ist nicht der Wählhebel. Hier oben sind die Sitzheizung, Sitzbelüftung und Lenkradheizung mit Touch-Funktion. Das Einzige, was mir nicht so gefällt, sage ich ganz ehrlich, das Lenkrad, das ist ein bisschen arg voluminös. Und ich würde sagen, wir machen uns jetzt erstmal auf den Weg, denn ja, es regnet jetzt und ganz ehrlich, ich habe jetzt keinen Bock mehr länger im Regen hier irgendwie rumzutun, den Wagen aufzunehmen. Ich will den Wagen fahren, denn der macht wirklich Spaß. Und was machen wir natürlich erstmal? Auf die Autobahn fahren. Ich habe Eco drin, weil ich glaube, dass jetzt um die Uhrzeit am Freitag Richtung Köln die Autobahn etwas voller sein wird. Und was mir richtig gefällt, ist, auch das kennt ihr, Blinker setzen und ich habe vorne unter dem Außenspiegel die Kamera eingeblendet, rechts als auch links. Auf der Autobahn, in der Stadt, toten Winkel, nochmal prüfen. Mega, mir gefällt das. Und wir sind jetzt hier natürlich erstmal noch mit Tempolimit unterwegs. Das endet auch zum Glück irgendwann mal. Und dann beschleunigen wir einfach mal im Eco-Modus mit voller Leistung durch. Und das geht zügig hoch, ganz klar. Zügig geht's hoch. Das passt, ich habe den Driving Assistant an. Lass den Wagen hochfahren, perfekt. Zack, 185 fährt er Spitze. Jetzt sind wir bei, knapp 180 und schon ist Verkehr vorne. Und jetzt probieren wir mal, möglichst zügig nach Köln zu kommen und fahren einfach mal durch. Der Hinweis, wir sehen jetzt hier neben dem Akku rechts nicht mehr, welchen Rekuperationsstatus ich habe. Das heißt, in dem Zustand habe ich dann quasi aktiv den Driving Assistant aktiviert oder den aktive Geschwindigkeitsregelung, ACC, wie es auch immer heißen mag, in den einzelnen Baureihen. Auch hier geht es jetzt wieder los und hier lasse ich jetzt ganz entspannt über das Tempomat beschleunigen, weil ich da jetzt ehrlich gesagt keine Lust habe, wirklich Kickdown, raus und los. Sobald ich den Driving Assistant wieder rausnehme, seht ihr diese Rekuperation unten eingeblendet, wie zu Beginn des Videos. Mal genau darauf achten. Seht ihr, zwischendurch habe ich das immer mal an. Ganz kurz, dann nehme ich den Driving Assistant raus. Dann seht ihr, wie so eine Art Turbine mit einem Pfeil nach links. Und da kann ich in 4 Stufen die Rekuperation einstellen. Ich finde das mal ganz cool. Weiß nicht, ob ich das wirklich so viel nutzen würde. Tja, und jetzt sind wir quasi schon gleich in Köln angekommen. Zum Glück regnet es hier auch nicht mehr.
Und wir können uns einfach mal die Fahrwerte anschauen. So, was haben wir denn jetzt hier drin? Zack, machen wir nochmal kurz an. Wumm, Systemcheck quasi. 79% Akkustand, das meine ich rechts daneben, wie so eine Art Turbine. Und dann Level 3, wenn wir den starten. Und ich habe eigentlich immer Level 4, also höchste Rekuperation. Und hier sieht man schon, von 301 bis 320 Kilometer Reichweite rechts im Eco-Modus. So, und gefahren bin ich 72 Kilometer mit einem Durchschnittsverbrauch von 20,8 kWh. Das passt. So, am nächsten Morgen geht es dann schon am Samstag relativ früh los. Ich muss kurz in der Stadt ein bisschen was erledigen. Und tja, die Sonne lacht zum Glück. Ich fahre hier über die Autobahn rein nach Köln. Dann muss ich ein ganzes Stück durch die Stadt fahren. Ja, das zieht sich, aber es ist zum Glück früh am Morgen. Das heißt, es ist noch kein großer Verkehr. Und das macht es ein bisschen entspannter. Jetzt stehe ich ein bisschen länger an der Ampel und dann spiele ich mal so ein bisschen rum. Und da finde ich das eigentlich mal ganz geil. Da sieht man, wo der Energieverbrauch denn so landet. Also im über den Motor, über den Antrieb geht einiges weg, klar, über 80%. Für die Lüftung gehen 6% weg, für Beleuchtung 6% und für die Akku-Vortemperierung zum Glück nichts. So, und das finde ich dann wirklich auch sinnvoll, weil, also Akku muss ich jetzt tatsächlich nicht vortemperieren. Wie gesagt, wir fahren jetzt hier noch ein Stück weiter durch die Stadt. Wenn ich ankomme, werde ich den Wagen direkt mal vollladen. Und wo ist die Ladesäule? Da ist die Ladesäule. Zu weit gefahren, Christian. Ja, ein Stück zurück. Zack, simsalabim. Drin ist der Rückwärtsgang und schon geht's zurück. Ihr seht rechts Topview, links in dem Fall sogar mit so einem Raster quasi, wie ich zurückfahre. Und auch hier diese Seiten, das unter den Seiten Außenspiegeln quasi dann die Kameras aktiviert werden, ich die Räder vorne sehe vom Lenkanschlag und ich sehe, ob da irgendwas daneben ist, finde ich schon sehr praktisch und wirklich sinnvoll. So, jetzt fahren wir rückwärts an die Ladesäule ran. Also die ist auch echt sinnvoll gemacht. Ich muss quasi zur Einfahrt reinfahren, dann aber gegen den Verkehr, um rückwärts ranzufahren. Also, da ist nicht wirklich ein strategischer Mensch am Werk gewesen. So, und wir machen klassisch Kartenzahlung über Apple Watch bzw. meine EC-Karte zahle ich das Ganze. Weil hier mit anderen Kartenzahlen ist teurer. Also es würde keinen Sinn machen. Ja, definitiv. So, das dauert einen Augenblick. Ladestecker aussuchen. Machen wir jetzt. So. Dann machen wir am EV6 einmal die Ladeklappe auf. Das können wir von drin als auch von draußen. Einmal diesen tollen Stecker da rausziehen. Ah, das geht echt schöner. Das ist am i5 auch so. Rein das Ding und jetzt geht's los. 76%. Ja, ich idealerweise mache ich das Ding voll. Ich bin jetzt mal kurz unterwegs hier in Köln. Ich würde mal sagen, 20 Minuten, eine halbe Stunde irgendwie sowas werde ich wahrscheinlich brauchen. Und da sollte der aber jetzt eigentlich fast voll sein oder tatsächlich voll sein, ehrlich gesagt. Ja, alles andere würde wenig Sinn machen. So, jetzt sind wir hier schon quasi da. Und jetzt gucken wir mal, was sind denn drin? 98%. Und 21 kW-Stunden sind reingeladen, knapp 16 kW-Liter jetzt noch. Naja gut, komm. Ich glaube, ich gehe mir noch mal eben ein Getränk holen, dann haben wir 100% drin. Also irgendwie so 22 kW-Stunden haben wir dann reingeladen. Mit 100% geht es dann tatsächlich los, 400 Kilometer Reichweite. Und ihr seht, jetzt haben wir die Rekuperation im Eco-Modus drin. Rekuperation Max steht da auch. Das ist das, womit ich fahren will. Denn wir haben jetzt mal vollgeladen. Wir fahren jetzt auch wieder durch Köln und ein Stück über die Autobahn wieder zurück. Denn wir fahren morgen dynamisch, würde ich mal sagen, so Gott will, die Autobahn auch leer ist, nach Siegen. Das sind hin und zurück wahrscheinlich irgendwie so 240, 250, 220 Kilometer. Ich weiß nicht, ob das reicht, wenn wir dann wirklich auch dynamisch fahren, vielleicht auch mal im Normal- oder Sportmodus. Und wir sehen jetzt hier für die Fahrt, 85% sind für Energie draufgegangen, 8% also für den Antrieb, 8% für Lüftung, 7% für Licht. Fuck. Also es ist taghell draußen, wieso 7% für Licht? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Naja, gut. Auf jeden Fall fahren wir mit dem EV6 nochmal. Und da bin ich jetzt mal gespannt auf den Verbrauch. Wenn wir wirklich auch mal Druck fahren, zügig fahren, muss ich nochmal nachladen, weil ich will eigentlich mit der Ladung dann auch nach Bochum fahren und dort ankommen. Ich will jetzt nicht nochmal nachladen. Das müssten dann eigentlich nochmal, also hin und zurück, dann noch nach Bochum, 300, 320 Kilometer mit richtig Druck fahren. Ich bin gespannt. Also, like das Video,
kommentiert das Video. Was haltet ihr vom EV6? GT oder GT Line? Welchen findet ihr besser? Also mein persönlicher Favorit. Alleine aufgrund der Stühle. Mittlerweile gibt es ja nicht mehr diese Schalen, oder gibt es die Option zumindest, dass ich die Schalenstühle abwähle. Finde ich das deutlich besser im GT, sage ich ganz ehrlich. Aber mir reicht der GT Line. Mit diesen 325 PS, das Ding hat echt ordentlich Druck. Topspeed, ja, 185, ja. Komm, i4 hatte auch 190. i5 hat auch nur 193. Also, naja, gut. Kommentiert das gerne mal, sagt ihr, boah, zu wenig Topspeed, da müssen 200 plus stehen, 220 plus. Ich weiß es nicht. Kommentiert, liked und abonniert den Kanal. Und dranbleiben, Teil 2 folgt. Wie gesagt, lange Strecke, bisschen Druck. Und dann bin ich mal gespannt auf das Resultat, ob ich nachladen muss. Vielen lieben Dank, bis dahin. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss that back.